Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 19 von Astroneer. Ja, wie ihr seht, bin ich an der Basis und ich hatte es geschafft, tatsächlich das Spiel kurz bevor wir abgestürzt sind, wieder zu starten. Also es waren nur ein paar hundert Meter sozusagen. Jetzt weiß ich, wie viel hier 100 Meter sind, die ich weitergefahren war und dann dieses Graphit abgebaut habe und habe dann geschafft, das von da aus wieder aufzunehmen, das Spiel. Bin dann natürlich hierher gefahren und habe dann gleichzeitig hier entladen, damit ihr das nicht mitgucken müsst und weiß nicht, ob ich jetzt hier noch was gemacht habe, aber es ist jetzt auch erstmal irrelevant und wir gucken jetzt erstmal hier weiter, was wir als nächstes dann als Aufgabe haben. Dann würde ich sagen, bis gleich nach dem Intro. So, wir hatten ja allerlei geholt, haben hier auch Ammonium zum Beispiel neu und so, ne? Das habe ich hier schon reingepackt und da ist das Graphit, hier ist der Lehm und jetzt müssen wir gucken, was wir hier weitermachen können. Ach, hier ist schon wieder alles voll. Und wenn alles voll ist, bedeutet das, dass das nicht weiterläuft, ne? Ist da noch was frei irgendwo? Ne, wohl nicht. Ja, das Lager ist dann wohl ein bisschen geschwächt. Jetzt würde das bedeuten, ich glaube, hier können wir bei dem Drucker können wir ein Lager bauen. Dafür brauchen wir aber zwei Harz. Da hinten ist nichts drauf. Warte mal, die Forschung läuft dann noch, aber ziemlich langsam. Wir brauchen mit den Generatoren. Das ist Biomasse, oder? Was ist das hier? Nee, das ist tatsächlich Harz. Dann bedeutet das da einmal rein und den zweiten da hinten auch. Und ich hoffe, dass wir dann. Ja, da macht er, glaube ich, das nächste Lager, was dann vonnöten ist. Jetzt können wir natürlich das da reinstopfen. Und die Keramik machen wir da auch mal rein. Mit der Keramik, da mussten wir doch was, wollten wir doch was machen, oder? Wie war das? Was war das hier noch? Ach, das Jetpack war das. Naja. F. Ja, der Modrak hatte mir geschrieben noch, dass wir ja irgendwo auf diesem Planeten auch so eine Säule haben müssten, die wir sehen können. Und ja, die werden wir dann mal suchen müssen, ne? Das sind die Boost-Modi an dem Werkzeug. Und Boost-Modus am Geländewerkzeug. Ja. Entsperre und drucke einen Packer. Das sollten wir vielleicht sowieso machen. Das ist ein bisschen was für später. Das schaffen wir jetzt gerade nicht sofort. Wolfram ist klar. Sammle Lithium haben wir auch noch nicht gefunden. Drucke und Mitfülle haben wir auch noch nicht. Ja, entdecke eine Portalkammer. Finde eine der seltsamen Strukturen, die eine Lichtsäule ausstrahlt. Das müssen wir dann mal so schauen, dass wir das kriegen. Das war das, was der Mordrak geschrieben hatte, dass wir das hier noch gar nicht gesehen haben. So, da ist, glaube ich, jetzt das Lager fertig. Drück mal drauf und entpack das gleich. Und stell es einfach dahin. Und dann ist schon wieder Harz, die nächste Sache, die wir brauchen hier, ne? Hier ist aber noch einer, sehe ich gerade. Dann steckt ihr noch da mal gerade schon rein. Aber wir müssen unbedingt noch ein bisschen uns um Strom kümmern, ne? Hier ist noch so ein tolles Teil, was vielleicht für einen Arm richtig ist. Ja, hier ist jetzt nichts. Unser Arm, der steht da, glaube ich, auch noch irgendwo in der Landschaft rum, ne? Hier, das ist das. Nee, das ist nicht das Licht. Haben wir noch ein Licht am Rucksack? Nein, haben wir nicht. Dralo meinte. Nicht Dralo. Mordrak meinte, dass wir hier natürlich den Dingens dran machen können. Diesen Leuchtfeuer dran machen können. Und dann ist das natürlich so, dass wir da den Trecker wiederfinden. Aber mein Orientierungssinn ist eigentlich so gut, dass ich da eigentlich mir keine Gedanken drum mache. Weil ich glaube, den werden wir dann schon finden. Aber wie ihr sehen, hier ist auch wieder rot am Flackern. Wir haben gerade keinen Strom. Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Ich glaube, da muss noch was rein, ne? Ja, okay. Dann würde ich jetzt sagen, einfach aufsteigen. Und wir fahren mal gucken, oder? Diese Säule meine ich in Staffel 1 auch gesehen zu haben. Aber hier. Ist das da hinten? Können wir ja mal schauen, oder? Schauen wir doch da hinten mal gerade vorbei. Hier ist unser Arm. Nee, ne, oder? Ne, ich glaube, da ist das nicht. Stopp, da kommen wir nicht so dran vorbei. Hier ist unser Harz, ein Harzlager. Warte mal, weißt du was?
Einmal bitte aussteigen und wir fassen gerade ein bisschen Harz. Weil ich glaube, da können wir ein bisschen was von gebrauchen, ne? Ist gerade nicht ergiebig. Hier ist nichts, oder? Ist da noch was? Auch nicht mehr. Ist nur noch da was, wo wir stehen, ne? Da ist noch was. Zwei haben wir jetzt. Aber vier wollte ich wohl haben wollen. Ja, so wie es aussieht, ist gerade das hier auch das letzte gewesen. Gehen wir mal ein Stück nach hier und dann können wir da nochmal graben, weil da ist noch was. Aber ich glaube, das war jetzt das letzte, kann das sein? Sieht so aus, dass hier nichts mehr ist. Doch, da ist noch was. Jetzt wollte ich vier Stück haben, gibt's aber nicht. Da ist noch einer. Da ist ein Loch. Da geht es noch tiefer weiter. Aber ich möchte da jetzt nicht runterfahren. Ist doch schon zu tief, oder? Ja, da bin ich jetzt auch nicht für ausgerüstet. Nein, hier gibt's kein Harz mehr jetzt. So, das bedeutet, wir steigen erstmal ein und fahren weiter, oder? Oder wir glaubten ja da hinten irgendwo, wo? Oder ist da? Ich meine, da hätte ich diesen Strahl vermutet gerade, aber... Da ist er doch, oder? Okay, da müssen wir nur gucken, dass wir gerade einmal absteigen und auftanken hier wieder. Ich sehe sonst, bin ich gleich irgendwo am Sausen und kann nicht bremsen und bin in so einem Loch drin, ne? Das kann ich besonders gut. Dann fahren wir doch dahin jetzt mal hin. Ja, fahren wir hier lang. Hier gibt's Dingens. Sag schon, Gemisch. Jetzt habe ich das Teil aus den Augen verloren, oder wie ist das? Ne, es muss weiter rechts, war das, ne? Komme ich hier an dem Wald so vorbei, oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Der ist ziemlich weit. Stopp. Einmal absteigen. Einmal Strom laden. Und einmal hier Harz mitnehmen. Gut, das reicht mir. Wieder aufsteigen und weiterfahren und hoffen, dass wir da irgendwie hinkommen. Hier ist das Gemisch. Komme ich jetzt hier rechts rum? Wo ist denn diese Kammer? Wo ist der Strahl? Weg ist er. Der war doch eben hier. Oh, so ein Shit aber auch. Ach, da ist er. Da ist es. Ja, da müssen wir da mal hin, ne? Ich glaube, hier vorne ist der Eingang bestimmt, ne? Wenn es einen Eingang gibt.
Komme ich da hin? Ich glaube nicht, ne? Ah, ich reicht schon Lichter in der Ferne hier, um in der Nähe zu sein. Okay. Nun, das ist komisch. Neue Mission. Ne, ich komme hier wahrscheinlich nicht hoch. Muss ich mir eine Arbeitsfläche machen für. So, jetzt nochmal und dann so. So, komme ich dann da hoch? Ne, hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Einmal näher. Arbeitswerkzeug nochmal raus. Noch einmal gedrückt. So. Arbeitswerkzeug rein. Und diesmal können wir hoch. Aber wie wir sehen, muss da irgendwie Strom dran. Gibt es noch mehr hier zu gucken oder nur das eine? Da auch Strom dran. Und da brauchen wir ganz viele Generatoren wohl für, ne? Gut, haben wir das schon mal geklärt. Aber die Mission ist ja erstmal erfolgreich gelaufen. So, das mal gerade das Entscheidende machen, nämlich den Rucksack leer. Und da ist auch noch ein Graffit, den wir vergessen haben, beim letzten Mal rauszunehmen wohl. Hier ist nichts dran, außer, nee, das ist, passt alles. Okay, dann da. Und drehen. Dann sind wir hier schon fertig. Und da ist auch schon der Strom alle. Das heißt, wir schalten mal den Generator gerade ein. Und fahren dann weiter. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rechts lang fahren, müssten wir eigentlich auch dahin kommen, wo wir hin wollen. Und hier haben wir schön Harz, der uns aber auffällt gerade. Da ist auch Gasgemisch. Und hier rechts lang muss es ja nach Hause auch gehen, oder? Okay. Wo ist unsere Basis? Stopp, da fahren wir runter gleich. Fahren wir über links nebenher. Hier lang muss doch unsere Basis jetzt sein, oder? Und wir haben schon wieder keinen Strom mehr. Ich glaube, ich muss immer schneller abspringen, damit das klappt, ne? Hier ist noch ein bisschen Schrott. Können wir da was von einsammeln? Schrott. Kleine Batterie. Da ist immer ein bisschen Schrott dabei, was funktioniert, ne? Einmal den Motor angeschmissen und getankt. Aufsetzen und weiterfahren. Hier gibt es Lehm. Ja, ich fahre trotzdem da weiter lang. So, der Mordrak hatte noch geschrieben, da wo das abgestürzt ist, das Programm, dass da vielleicht was Besonderes in der Erde sein könnte, wenn man tiefer gräbt. Das ist natürlich eine coole Geschichte, wenn, ne? Aber stürzt das dann wieder ab? Das ist die Frage, ne? Ich glaube, hier sind wir nämlich jetzt an dem Weg. Ah, hier ist die Markierung, haben wir hier gesetzt. Und da ist die Basis. Aber es passte ja auch, hier lang zu fahren. Hier links war jetzt irgendwo das Graffiti. Ich glaube, ich habe aber ein Loch in der Erde gemacht und gesucht, meine ich. Hinter diesem kleinen Wäldchen war das, glaube ich.
Und wieder kein Strom mehr. Hat gut geklappt, ne? Oh. Ne, ich will nicht betreten, ich will den Motor anmachen. Fast das gleiche Loch, wie ich glaube letztes Mal reingefallen sein bin. Kann das sein? Aber hier komme ich diesmal raus, oder? Ja. So, hier ist Harz. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen weiter gewesen. Und dann war das Graphit hier auf der linken Seite und ich habe gebuddelt, wie ihr hier seht. Aber habe da nichts gefunden. Auch wenn der Mordrak sagte, da gibt's was. Warte mal, ich steige mal gerade ab, weil ich glaube, da ist noch was Brauchbares für mich, ne? Energiezelle. Lädt die, glaube ich. Also Mordrak meinte, hier unten runter ist dann immer was. Aber ich habe jetzt hier nichts gefunden. Keine tollen Energiebündel oder irgendwie sowas. Da muss ich ja noch tiefer graben, weiß ich nicht. Oder muss ich ganz tief? Aber dann bin ich ja im Dingens im unterirdischen Bereich. Also ich finde jetzt hier noch nichts, ne? Da ist schon mal ziemlich schwer abzubauen. Vielleicht sollten wir mal gerade hier so eine Rampe basteln. Warte mal, die Rampe brauche ich mal ein bisschen hier noch schräg nach oben weiter. Okay. So, dann probieren wir noch mal ein bisschen tiefer. Okay, hier ist richtig hartes Felsen, ne? Sauerstoff wird jetzt schlecht. Ich glaube, wir gehen mal gerade hoch, Luft holen. Da gibt es Gemisch. Jetzt sind wir durch die dicke Schicht durch. Glaube ich. Ja, das Gemisch brauchen wir jetzt gerade auch. Ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder Luft. Oben ist schon wieder hell. Aber hier ist jetzt nichts Besonderes. Nee, ich glaube, wir gehen mal hoch und schauen dann weiter.
So, fahren wir erstmal zur Basis zurück. Zeit ist auch schon rum, würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.